Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Wie ihr seht, werde ich hier schon wieder von den Geiern umkreist, also von Raptoren in diesem Fall. Sie haben mich ausfindig gemacht in meiner Base. Eigentlich sind sie die ganze Zeit hinter diesem netten kleinen Fiomia hierher gewesen und haben versucht, den irgendwie aufzuessen. Aber offenbar haben sie die Lust an ihm verloren und finden mich attraktiver. Ich bin jetzt gerade erst von der alten Tour wiedergekommen. Das heißt, ich muss ganz dringend erstmal hier ablegen. Jetzt kommen sie schon wieder zurück, wa? Ihr seid nervig. Kann ich euch nicht mal irgendwo hinlocken? Kommt mal, ihr zwei. Guckt mal. Der hier ist doch bestimmt genau euer Format. Oder der. Ist mir eigentlich egal. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Den werden sie ja wohl schon nicht platt kriegen. Muss ich nämlich einfach mal schnell mein Inventar hier leer machen. Ja. Ups. Schränke, Schränke, Schränke. So, wir haben Kuchen, wir haben eine extra Fackel, Metall. Ich packe jetzt erstmal mehr oder weniger alles hier rein, was ich nicht sofort und dringend brauche. Noch mehr Gegenstände. Nö. So, hier sind Blaupausen. Ich weiß, es sind totale Mistblaupausen. Ich sortiere das irgendwann anders mal aus. So, hier gut, die ist doppelt. Die brauche ich nun wirklich nicht. Hier kommt noch das letzte bisschen Gammelfleisch rein. Und dann machen wir nochmal ein Narkotik damit. Super gut. Wir wollen uns heute die Nordhälfte angucken. Wir können ja mal ganz kurz auf die Map gucken. Beim letzten Mal haben wir diesen ganzen südlichen Bereich. Ja gut, da sind noch zwei unentdeckte Flecken so in der Mitte, ne? Einmal da drüben unterhalb von der roten Region und einmal hier drüben in der Nähe zwischen unserer Region hier und diesen White Shores. Ich würde jetzt also mehr oder weniger straight in diese Richtung fliegen. Und wir sehen uns dann, sobald ich ein Refugium erreiche, in dem wir vorher noch nicht drin waren. So, vor uns hinter dieser weiten Fläche liegt der Redwood. Und da wollen wir jetzt mal reinfliegen. Ich werde allerdings nicht so tief runtergehen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es dort irgendwo Thylacoleus gibt. Und ja, da hinten ist das Wasser. Ich werde Richtung Wasser fliegen, da wo jetzt dieser, ich glaube, blaue Drop runtergekommen ist. Und dann fliegen wir mal außen ums Redwood rumrum. So, wir kommen jetzt an die Grenze des Redwood. Hier drüben ist das Meer. Hier hinter mir ist diese große Graslandschaft, die wir vorhin gesehen haben. Und an dem grünen Obelisken waren wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Wir sehen hier auf jeden Fall grüne und gelbe Kristalle. Ist ziemlich schick. Und jetzt ist die Frage, eher außen, also das sieht sehr interessant aus da drüben mit diesem großen umgekippten Baumstamm. Aber ich will halt vor allem ja auch mal die Außenkante sozusagen mal abgeflogen haben, damit ich sozusagen so ein bisschen die Umrisse hier kennenlerne. Und ja, wie gesagt, nicht allzu tief. Ich halte immer die Augen auf, ob hier irgendwo Thylacoleus an den... Ah, nein, wir haben keine Ausdauer gleich mehr. Shit, 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 shit. Was ist das? Ein Bär. Komm, bis dahin möchte ich noch und dann machen wir ein Päuschen. Ja, also wieder mal ein Redwood, wie es ja eigentlich auf jeder Map einen gibt. Also ich bin ehrlich gesagt noch nie so richtig Fan von Redwood gewesen. Häufig ist er mir einfach zu dunkel. Ja, die Bäume stehen sehr eng. In dem Fall hier stehen sie gar nicht mal so eng und es gibt auch gar nicht so viel Unterholz. Die Kristalle sind natürlich auch schön. Viele, die Redwood bauen, bauen den auch auf so bergmassive Plateaus. Das ist ja bei Ragnarok zum Beispiel auch so. Ja, da ist der ganze Redwood eigentlich auf einem großen Berg. Ich finde, das macht das Bauen da drauf immer ein bisschen schwieriger, weil man halt nicht so viele ebene Flächen hat. Und dann ist er halt einfach mal unglaublich gefährlich. Die meisten Redwoods haben irgendwo so eins, zwei, drei richtig schöne Spots, wie zum Beispiel auch der auf The Island, ne, da an dem Teich. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Aber ansonsten ist er eigentlich unbewohnbar. Und ja. Ah, ein lila Loot. Ich fliege hier auf jeden Fall mal so durch und vor allem hauptsächlich drüber. Und hier gibt es bestimmt schon wieder keine Ausdauer. Es ist wirklich so nervig. Der kann einfach gar nichts hier. Ständig level ich den auf Ausdauer und trotzdem kommt der nicht vorwärts. Ja, also Wasser, umgestürzte Baumstämme, der typische Redwood eben nur mit Kristallen. Und ich hoffe, ich kriege da drüben jetzt noch irgendwie das Land zu fassen, bevor der hier abnippelt.
Ich würde sagen, wir entfernen uns mal ein Stück von der Küste und fliegen mal hier so über den Flüssen lang. Ich habe hier schöne lilafarbene Chitin-Boots aus dem Lila Loot bekommen und auch gleich mal angezogen. Wir haben nämlich eine gute Rüstung. Müssen mal langsam von unseren Stoffklamotten wegkommen. Ich dachte, da hängt einer. Naja gut, dadurch, dass es hier ja so sehr, sehr, sehr wenige Tiere gibt, hängen hier an den Bäumen vielleicht auch einfach sehr wenig Thylacoleus. Wobei ich schon den Eindruck hatte, dass die Tiere hauptsächlich erst dann spawnen, wenn ich mal in der Region war. Was ehrlich gesagt ja mal wieder dafür spricht, dass hier auch die Game Innie zurückgesetzt wurde. Das passiert nämlich nur im Singleplay, wenn ihr den sogenannten Winterschlaf anhabt, der standardmäßig an ist. Und den kann man halt ausschalten. Nur dann kann man nämlich auch bei dem S Plus oder jetzt ist es ja SS Tech Transmitter diesen Dino-Scan machen, weil ansonsten nämlich immer nur die Tiere in eurer unmittelbaren Umgebung aktiviert sind. Ja, das heißt im Englischen Hibernation. Und das muss man halt ausschalten in der Game Innie und, da ist ein Ketzel. Dann habt ihr das Problem nicht mehr, dass zum Beispiel nach einer gewissen Zeit einfach keine Tiere mehr nachspawnen oder dass ihr eben diesen Tech-Generator nicht richtig mit dem Dino-Scan benutzen könnt und eben auch sowas, ne? Also die Tiere bewegen sich sozusagen weiterhin, auch wenn ihr nicht in der Region seid. Also sie sind trotzdem existent. Und wenn das halt eingeschaltet ist, dann ist es natürlich für den Speicher besser, weil er das dann nicht mitberechnen muss, dass da ja auch noch Tiere sind. Die werden einfach ausgeblendet. Die gibt es dann sozusagen gar nicht mehr. Deswegen kann es halt auch sein, dass wenn ihr aus einer Region rausfliegt und wieder reinfliegt, dass die Tiere, die ihr euch da angeguckt habt, vielleicht despawned sind und dafür neue gespawnt sind. Das muss nicht sein, aber das kann halt sein und das passiert halt nicht, wenn ihr diesen Winterschlaf ausgeschaltet habt. So, ja. Also, wir sehen hier, wie gesagt, den Redwood. Hier gibt es bestimmt auch irgendwo. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es in jedem dieser Biome vielleicht einfach eine Höhle gibt mit einem Artefakt. Fände ich jetzt irgendwie sinnvoll. Eine Höhle in dem Stil vom Biom. Okay, hier grenzt durch ein bisschen Wasser, was ist das da unten? Hesperornis wahrscheinlich, ne? Getrennt vom Redwood, wo ich hier gerade lang geflogen bin, da drüben das Schneebiom an. Cool, wir können mal kurz einen Blick auf die Map werfen, wo wir jetzt sind. So, ja, das ist sozusagen dieser Ausläufer mit dem Redwood. Ich befürchte, also wir können mal kurz rüberfliegen. Ich befürchte, dass es da viel zu kalt ist, als dass ich da ewig drin rumfliegen kann. Vielleicht ja nicht. Ich habe eine sehr, sehr gute Fortitude von 40. Aber ich habe halt keine sinnvollen Klamotten an. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es hier einfach viel zu kalt ist, als dass ich... Raptoren im Schneebiom, okay. Als dass ich das hier lange aushalte. Ja, genau. Ich habe direkt gleich einen Eiswürfel. Was sind das hier für Sparkle? Oder Schneeflocken? Wer weiß. So, erstmal kurz landen. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr groß hier, das Schneebiom. Wir sind erst auf so einer kleinen vorgelagerten Insel. Ich glaube wirklich, dass es echt riesig ist. Wir fliegen einfach mal hier so am Rand vom Redwood weiter und behalten das da drüben so ein bisschen im Auge. Ich kann da momentan leider einfach noch nicht hin. Ich habe keine Schneeklamotten. Ich müsste mir erstmal ein bisschen Pelz besorgen von, weiß nicht, kriegt man auch von Hirschen welchen? Also von Bären kriegt man welchen? Ich glaube, man kriegt sogar von Pferden oder von Kängurus. Also ich brauche irgendwas, was nicht so gefährlich ist. Na, ich glaube nicht, dass der Tyranno dann das hier großartig mit Wölfen oder Mammuts oder sowas aufnehmen kann. Ich bin jetzt hier in so einer Art Übergangsbereich zwischen dem Redwood und dem Schneebiom. Da drüben hier ist es allerdings teilweise auch schon ganz schön kalt. Also da drüben, wo die Argentaven flogen, da habe ich auch direkt gleich wieder so einen Eisklumpen gehabt. So einen Eiswürfel. Und was ist das hier unten? Ist das Öl? Ja, hier sind Ölsteine. Okay, ich nehme mir einfach mal ein bisschen was mit. Oh, die halten aber nicht sehr viel aus. Ist das jetzt hier ein Ölfleck, wo ich eine Pumpe draufstellen kann? Hä, hallo? Was ist das denn? Puh. Das ist ja, die sind ja mager. Dann ist okay, dass es hier so viele davon gibt. Weil mit einem Schlag, also normalerweise sollte man die nicht so schnell kaputt kriegen. Steine lasse ich aber hier, das wird sonst einfach zu schwer. Ach ja, ich wollte einen Schluck trinken. Ich hoffe, das hier ist nicht total ölverpestet, das Wasser. Ah, Muscheln habe ich jetzt hier aufgesammelt, oder? Nee, Öl habe ich hier aufgesammelt. Ach so. Aha. Man kann die Dinge abbauen. Aber ich... Ja, doch, man kann die abbauen und dann kann man den Öl aufsammeln. Das ist ja verrückt. Klingt, als ob man eine Muschel aufhebt.
Verrückt? Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, man lernt nie aus. Man lernt nie aus, was es alles gibt. Ja, also diese Nadelwaldregion hier, die wirkt auf mich sehr realistisch. Ja, also so wie eine Landschaft, die es eben auch wirklich geben kann. Ich muss sagen, dass ich finde, dass die Nordhälfte nicht so richtig zur Südhälfte von der Map passt. Also die Südhälfte ist wirklich ziemlich spektakulär mit ganz vielen unterschiedlichen Biomen, die man so auch teilweise noch nie gesehen hat. Eben sehr fantasymäßig, da dieser rote Vulkan, der knallrote Wald, die fliegenden Inseln und die Nordhälfte, die ist eher sehr realistisch dargestellt. Also das hier, das könnte auch ein Ausschnitt von Valkyrie oder Ragnarok sein. Also sehr, sehr echt, sehr realistisch. Das Schneebiom weiß ich nicht, da kann ich jetzt halt nicht so richtig hin. Der Pteranodon ist leider nicht so besonders gut, wenn es darum geht, Pelz zu farmen. Ich habe jetzt insgesamt 11 Stück zusammen. Ich weiß nicht, ob ich mir davon überhaupt irgendwas machen kann. Ich glaube nicht. Ich warte jetzt noch, bis der rote Loot runtergekommen ist. Ich habe gerade noch einen gelben mit Kringel aufgemacht und eine überragende hergestellte Pistole bekommen und einen überragenden Diplodocus-Sattel, den ich wahrscheinlich niemals brauchen werde, aber vielleicht kann man ihn ja irgendwann mal grinden. Also nicht falsch verstehen, es ist sehr schön, es passt nur einfach irgendwie nicht zum Rest der Map. Also ja, als wenn es von zwei verschiedenen Leuten gemacht worden wäre. Weil hier fehlt bisher so ein bisschen eben das Spektakuläre. Cool, haben wir eine Chitinhose, passend zu meinen Chitinstiefeln. Sehr schön, sehr schön. So, hier oben. Ah, ich habe eine Schneeflocke. Na gut, das geht noch. Das ist nie so schlimm. Dann gucken wir uns das hier doch mal weiter an. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Map? Okay. Also, das war hinter uns der Redwood. Hier unten, obwohl das recht schneeig ist, so schneebedeckt, ist das noch irgendwie braun dargestellt. Ja, das ist halt diese Nadelwaldregion. Mit einem schönen Bergsee und einen Fluss. Hier drüben die Felsen, da hinten das sieht aus wie ein Wasserfall links neben dem Horn. Da gucken wir uns auch gleich nochmal an. Weil ja, hinter Wasserfällen Höhleneingänge, ja, das ist natürlich sehr, sehr beliebt. Hier unten ist ja auch nochmal ein Wasserfall, können wir auch nochmal kurz runtergucken. Da drüben sieht man ganz im Hintergrund die Wüste mit dem roten Loot davor. Sehr reizvoll, aber bis ich da angekommen bin, ist der wahrscheinlich schon längst weg. Ja, das hier könnte auch wirklich irgendwo eine schöne Region in Bayern sein oder sonst wo. Oder in Thüringen. Und geht das hier auch irgendwo hinter? Das sah so ein bisschen so aus, ne? Oder täuscht das? Ich habe ein Artefakt gefunden. Cool. Wir haben unser erstes Artefakt. Ich glaub's nicht. Das ist ja geil. Purer Zufall. Ich habe schon gehört, dass die nicht alle in Höhlen sein sollen. Wahrscheinlich auch wieder so ähnlich wie bei Valguero. Da ist das ja auch so. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne bunte Map. Ich meine, guckt euch das mal an, wie schön das ist. Das ist einfach nur schön. Ah, ich höre einen New Tyrannus rufen. Ja, das sieht so aus, als wäre dahinter eine Höhle. Also man könnte dahinter gucken. Vielleicht sammeln wir ja gleich noch das zweite Artefakt ein. Oh ja. Cool. Ist natürlich die Frage, wie lange kann man hier fliegen? Oh, aber verdammt finster. Oh. Ich fliege mal ganz dicht am Boden. Falls er mich jetzt gleich abwirft, ist der Sturz nicht so extrem. Oh, die lila Kristalle. Oh, es ist schon wieder so schön. Guckt euch das an. Wahnsinn. Ich lande mal kurz hier. Gucken wir mal von der Klippe runter. Ist leider sehr, sehr dunkel, aber gut, es ist halt eine Höhle, ne? Klar, es ist hier dunkel drin. Ja, sieht aus, als ob man doch hier recht weit drin fliegen könnte. Aber ich will, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie auf die Probe stellen, wie weit. Ich will jetzt hier nicht abstürzen. Wenn ich dann da unten bin, dann komme ich vielleicht so ohne weiteres nicht wieder hoch. Wobei, es sieht ja aus, als ob man da hinten gleich wieder rauskäme, wa? Vielleicht ist es ja auch eine bewohnbare Höhle. Da oben sind auch Bäume, da kommt man vielleicht auch wieder raus. Ja, ziemlich nice. Sehr, sehr cool.
ist vielleicht ja wirklich eine bewohnbare Höhle. Ja, das ist durchaus möglich. So, wir sind jetzt oben auf dem Berg. Ja, da unten ist der Wasserfall mit der Höhle. Jetzt bin ich oben drauf. Ich kann euch das ja nochmal kurz zeigen. Dann wisst ihr, wo in etwa der Wasserfall ist. Ich habe ja kein GPS dabei. Also bei 40, 45 ungefähr ist dieser Wasserfall zu finden, wo unten der Höhleneingang ist. Eventuell gibt es ja noch mehrere Eingänge. Das könnte durchaus sein. Hier ist es nicht ganz so kalt. Ich habe bis jetzt ja nur eine Schneeflocke. 5 Grad. Ist okay. Müssen wir kurz hier unsere Ausdauer aufladen. Und dann gucken wir uns mal da unten das Kirschbiom an. Ist auch komisch, ne? Wie das da so sprudelt, so aus dem Nichts. Da fällt ja kein Wasser runter. Ich habe fast den Eindruck, ich wollte gerade mit dem Finger zeigen, das seht ihr natürlich nicht, dass das hier, ja, dieser komische Kreis aus Wellen und der Schaum eigentlich hierhin gehört oder der Wasserfall von hier dorthin gehört. Also irgendwie, weil hier unten drunter passiert nämlich gar nichts am Wasser. So, kann man mal weiterfahren. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Schneebiom. Für mich ist es ja auch immer nichts, wo ich gerne wohne, weil es mir auf Dauer zu kalt ist und auch ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich. Also, oh, aber das da, das könnte mir sehr, sehr gut gefallen. So, wo sind wir hier nochmal? Was haben wir alles schon aufgedeckt? Okay, ja, da oben, wie gesagt, da kommt halt das Schneebiom. Da kann ich jetzt nicht so richtig ran, weil es einfach zu kalt für mich ist. Oh, es ist schön. Ein bisschen kitschig, aber wirklich schön. Fliegen wir da mal ran. Das rosa Biom. Ja, ich sage ja, das ist hier alles immer in so Farben unterteilt. Ne? Eins in rosa, eins in rot, eins in weiß. Cool. Also Argentavel gibt es auf jeden Fall nicht zu knapp auf dieser Map. Wow. Sehr japanisch. Was haben wir denn hier? Mammuts. Müssen wir mal kurz runter zum Landen. Oh, schön. Weil sie auch so verschiedene Rosatöne haben. Ne? Hier so ein etwas rotstichigeres Altrosa, so ein Zartrosa. Und dazwischen dann die, was sind das? Tannen vielleicht? Oder Kiefern? Ne, Kiefer sind das nicht. Ja, das sieht sehr hübsch aus. Hier haben wir drüben einen Jutyranus, der hier brüllt. Die Birken, auch super. Oh ja. Wow, hier gibt es viele Jutyranus. Toll. Das gefällt mir hier. Wow, so viele Jutyranus. Wahrscheinlich, weil man die auch in Asien gefunden hat und das hier, wie gesagt, so ein bisschen nach Japan aussieht. Sind wir da oben auf diese Felsspitze. Ah, und hier jetzt ein kleines Häuschen auf der Spitze. Und dann hätte man jeden Morgen beim Aufstehen diesen Ausblick. Oh, da drüben schweben auch wieder Felsen in der Luft. Das ist ja interessant. Da können wir ja nochmal schnell hinfliegen. Gibt es auf jeden Fall auch sehr tiefe Schluchten. Was sind das hier? Blütenblätter im Wasser oder sind das rosa Seerosen? Nee, wahrscheinlich sind hier die Blätter einfach runtergefallen und schmücken jetzt das Wasser. Ah, oh, schön. Ist ein Wasserfall. Traumhaft. Das ist ja wirklich super cool. Oh ja. Ach, es ist wirklich eine bezaubernde Map, muss man schon echt sagen. Guckt euch das an. Das ist auch... Wow. Hm.
Müssen wir kurz Pause machen, sonst kommen wir nicht mehr bis nach da oben. Super, super cool. Ist das hier auch irgendwie rosa dargestellt? Nee, ist es nicht. Hätte ja sein können. Ja, wir haben es eigentlich fast, ne? Ich glaube, die ganze nördliche Ecke, die mir jetzt noch fehlt, ist eigentlich Schneebiom. Wie gesagt, wir können gerne mal versuchen, irgendwie drumrum zu fliegen oder so. Aber, also solange ich da keine Eiswürfel habe, können wir es uns natürlich angucken. Aber ich befürchte, dass man da nicht sehr weit kommt. Damit ist natürlich die Norderkundungstour ein bisschen kürzer als die Süderkundungstour. Aber das ist dann halt so. Ach, ist das schön. Da drüben sieht man den Vulkanberg. Hier drüben wird es von rosa in rot. Da waren wir ja beim letzten Mal schon in der roten Region. Da hinten ist die fliegende Region. Ja, deswegen grenzt das hier wahrscheinlich auch wieder so daran an mit Fliegen. Das sieht aus, als ob da drüben eine Höhle wäre. Oder zumindest ein schöner Durchgang. Oh, und auf einmal wird es hier wieder kalt. 4 Grad. Toll. Sehr, sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen, weiter Richtung Norden. Wa? Wo ist denn Norden? Okay, na gut, den Pubbel hier, den machen wir noch zu Ende. Dann haben wir den Teil auf der Map auch abgedeckt. Oh, ist das schön. Ah, ich habe es mir schon gedacht. Ich wollte gerade gucken, aber da gab es den Lag und schon haben wir keine Ausdauer mehr. Ja, es sieht hier so nach Avatar aus oder so. Boah, das ist einfach faszinierend. Das ist so voll. Voll und trotzdem fantastisch einfach. Ja, ich meine, guckt euch das hier an und dann vergleicht das mal mit dem Redwood, den wir vorhin gesehen haben. Das ist doch nichts dagegen. Ich sage ja, das sieht aus wie von zwei völlig verschiedenen Leuten gemacht. Das ist so schön hier. So einzigartig. Hä? Tabajara? Drüben dröhnt auch irgendwas komisch. Hä? Diese Kristalle sind total freaky. Mal gucken, ob man die irgendwie speziell abbauen kann, ob man da irgendwas anderes rauskriegt. Hä? Blitzkristalle? Elementarsplitter! Aber die habe ich aus dem hier gekriegt. Das gibt's ja nicht. Ihr könnt hier Element abbauen. Aber hier kommen nochmal für den Effekt. Heißt es, dass es hier auch entsprechende Kristalle für gibt? Ich schmeiße erstmal diese Gemmen hier raus und die Steine. Wie gesagt, das ist einfach alles zu schwer. Das kann der sonst nicht tragen. Aber das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, es ist jetzt nicht sehr viel, aber es ist der Wahnsinn. So, jetzt ist es selbstverständlicherweise wieder dunkel. Oh. Was bitte ist denn jetzt hier so schön? Ach so, das ganze tolle Kristall. Ich will das aber nicht abgeben. Nein, ist egal. Wie spät ist es denn? Es kann gar nicht dunkel. Es ist ja nicht Nacht. Was ist hier los? Es ist einfach das Wetter. So müssen wir denn mal lang. Eigentlich müssen wir da mal da außen lang. Um das hier so zum Beispiel einzufassen. Au, 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 au. Ich bin da an dieses Ding ran. Warum tust du mir das an? Ah! Ist ja gut, ich gehe ja schon. Oh weia. Meine Güte. Ist ja richtig gefährlich. Ich glaube, dass hier vielleicht immer so ein Wetter ist, weil das halt der Effekt von der Region ist oder so. Ich dachte, oh, was funkelt denn da? Gibt es da vielleicht noch ein Artefakt? Und dann das hier. Na, herzlichen Dank. Das ist ja nicht gerade nett. Den Schreck muss ich mir ein Steak essen. Okay, was ist das da drüben? Diese komische Kugel. Kann ich jetzt leider nicht... Da, was ist das? Da müssen wir aber schon nochmal irgendwie hin. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich wieder geblitzdingst. Was ist das? Soll das eine Eiskugel sein?
man da reingehen? Es ist eine Wasser... Ah, eine Wasserblase! Hä? Warum? Was soll das? Peter? Verstehe ich nicht. Sehr, sehr merkwürdig, dieses Gebilde. Da sind wieder so Blitze von Kristallen. Das ist ja kreuzgefährlich hier, die Region. Schnell weg. Tja, das ist wirklich eine sehr merkwürdige Region. Ihr seht, es gibt mehr von diesen Blasen. Es gibt sogar richtig viele. Ich weiß nicht genau, was das damit auf sich hat, welche Bewandtnis das hat. Wow, hier da unten ist aber offensichtlich der Hotspot von Strom. Krass, na, da wollen wir mal lieber nicht reinfliegen. Keine Ahnung, ob man sich mit irgendwas dagegen schützen kann. Also mit Riot ist man ja nicht ganz so anfällig für Strom und Torpor. Also vor allem halt für die Torpor. Vielleicht kann man da mit Riot-Rüstung rein, aber ehrlich gesagt, naja, vielleicht gibt es ja da unten ein Artefakt oder irgendwelche Wyvern-Eier oder sowas. Wir haben nämlich beim letzten Mal, das habe ich nämlich jetzt schon bei jemand anderem gesehen, in der Wüste, da wo wir diese Wyvern gesehen haben, da muss auch irgendwo eine Art Schlucht oder Höhle sein, wo die tatsächlich auch Nester mit Eiern drin haben. Und das heißt, man kann die... Ah, okay. Ich gehe da jetzt nicht rein, weil ihr seht ja die ganzen Stromteile, aber das scheint irgendwie eine Art Höhle zu sein. Ja, da scheint man auch einfach von diesen Herr oder Haier oder hier oder wie auch immer das heißt, Wivern Eier klauen zu können. Weil die waren ja definitiv aggressiv, nicht so wie die anderen Tropical Wivern. Am Strand, die sind ja passiv, die zähmt man ja auch passiv. Wüsste jetzt nicht, wie man das bei den anderen machen sollte. Die hätte man wahrscheinlich betäuben müssen, falls es überhaupt geht, aber man kann denen offenbar auch die Eier klauen, was natürlich sehr schön ist. Die soll zwar auch einen ziemlich krass hohen Leveln geben, also deutlich höher als das Maximallevel, so ähnlich wie das halt auch bei den anderen Wivern ist, ne? Aber ich glaube sogar, dass die nochmal höher sein können. Also dadurch, dass man ja zum Beispiel auf Scorched Earth die Wyvern oder die Rockdrakes in Aberration, dass man ja die Eier klaut und die Babys aufzieht, hat man ja niemals einen Zähmbonus. Und der wird sozusagen schon vorher raufgerechnet. Deswegen gibt es halt diese Tiere potenziell in höheren Leveln als normalerweise. Oh, ist das ein lila Obelisk? Interessant. Was war das? Ich dachte, jetzt fängt gerade Kampfmusik an. Also hier ist es nicht besonders kalt in dieser Schneeregion gewesen, aber hier ist halt alles voller Strom. Da drüben sehen wir schon wieder so komische Wasserstromblasen. Die schweben hier auch in der Gegend rum. Sehr merkwürdig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man daraus irgendwas Spezielles bekommt. Ich will da jetzt nicht so lange reingehen und mir das angucken, weil ich einfach befürchte, dass ich das nicht überlebe. Wir sind jetzt am blauen Obelisken hier hinter mir, zwischen diesen Bäumen. Wir haben hier zwei Charge Station. Es ist ziemlich kalt hier, minus 11 Grad. Und ich glaube, in die Richtung wird es jetzt auch nicht mehr deutlich wärmer. Deswegen werde ich mich mal so allmählich strategisch zurückziehen. Wir haben jetzt ja so ziemlich fast alles gesehen. Na gut, da ist noch so eine kleine Ecke, aber meine Güte. Es ist jetzt ja nicht so kalt wie hier in Ragnaroks Murder Snow oder so, dass man hier höchstens 10 Sekunden überlebt und dann schon erfroren ist. Das kann man vielleicht noch mitmachen, da drüben bis auf diese Felsspitze. Und dann haben wir aber tatsächlich Crystal Isles einmal umrundet, durchkreist und haben, glaube ich, einigermaßen guten Eindruck davon bekommen, was es hier alles so gibt. Ich glaube, auf dem Weg nach Hause habe ich noch eine Höhle entdeckt. Manchmal auf die Distanz sieht man die besser, als wenn man direkt davor steht, weil die irgendwie so komische Löcher einfach bilden. Mal kurz hier reinfliegen. Oh, hier gibt es auch Ruinen. Wow. Und wie das schallt. Der Wahnsinn. Ich bin ein bisschen irritiert, dass man hier scheinbar überall fliegen kann in den Höhlen. Ich habe das nicht extra eingestellt. Weil ich persönlich finde, dass das dann ziemlich ins Lächerliche führt. Ja, da braucht man sich ja gar nicht mehr anstrengen. Oh, krass. Wahnsinn. Aber vielleicht ist es auch so eine bewohnbare Höhle. Denn es gibt ja hier mal wieder keine Feinde.
Wow, ist das schön. Oh, kommt man jetzt in irgendeiner versteckten Lagune raus? Ja, es gibt wirklich so, so, so tolle Flecken hier auf der Map. Eigentlich suche ich mein Haus und ich kreisel die ganze Zeit um diese Seenplatten drumherum, aber ich finde es irgendwie nicht so richtig. Aber um ehrlich zu sein, der Spot, den wir da gewählt haben, der ist jetzt nicht so der Hammer, ne? Also, wow, wo sind wir denn hier? Ah, wir sind in einer von den Ecken, wo wir vorher noch gar nicht waren, im Süden. Ja, okay. Wollen wir das zur Komplettheit auch nochmal schnell aufdecken, diese beiden Flecken? Weil ich glaube, der Norden hatte jetzt so viel gar nicht für uns. Das hier finde ich echt schön. Hier könnte ich mir auch gut vorstellen zu leben. Das erste Haus war ja, wie gesagt, nur ein erstes Haus, der erste Versuch, da wo wir gerade angekommen sind, einfach nur, um mir ein bisschen Sicherheit zu bieten. Aber, also, weißt du, wenn ich auch da vorne auf der Insel oder hier irgendwo am Strand leben kann, dann würde ich lieber hier irgendwo wohnen. Bis jetzt muss ich sagen, meine Top-Favoriten, die Top 3, jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, sind die fliegenden Inseln, die weiße Küste, die White Shores und dieser japanisch anmutende Kirschblütenwald. Wobei das hier ja auch sehr, sehr schön ist. Wir sind allerdings ganz in der Nähe von den weißen Klippen. Aber es ist wirklich super, super, mega, mega schön. Vor allem diese Höhle noch dazu. Ach, es ist einfach traumhaft. Unsere Tour ist zu Ende. Ich habe jetzt die Map so gut wie aufgedeckt. Es fehlt, ja, jetzt habe ich mal wieder Gamma an, deswegen ist es so hell. Jetzt fehlt eigentlich nur noch da unten dieses eine Loch südlich von dem Vulkan. Aber ansonsten haben wir so ziemlich alles aufgedeckt. Also mit der Region hier, die ist schon nicht schlecht. Es ist vor allem sehr nah überall hin, in die Wüste und da, wo wir gerade eben noch waren und in den Sumpf und so. Ah, da hinten ist ein Kanu. Ja, vielleicht suche ich mir einfach nur mal irgendwann eine friedlichere Gegend. Aber ich würde sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.